Wir sind ja im letzten Part an genau der Stelle stehen geblieben und haben ja irgendeine Hälfte bekommen und das ist als Talisman hinterlegt. Wusste ich gar nicht. Ist mir erst vorhin aufgefallen. Weißes Fragment, Preis 5 Sockelplätze. Kann aber nicht ausgerüstet werden. Also auch hier ein Indiz, wir kriegen noch eine andere Hälfte. Und jetzt, ja, so muss ich mal Folgendes besprechen. Denn es gab ja für mich nicht mehr so viel zu tun auf der Karte. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin jetzt zuallererst nochmal in unsere Geisterlichtung gelaufen. Hier waren noch ganz viele Geister, die habe ich geplättet. Und der eine Typ hier unten, der hat uns auch angegriffen. Ich konnte den gut kontern. Ich habe sogar gedacht, ich kann den besiegen. Nach 30 erfolgreichen Paraden habe ich mir gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich online geschaut und den kannst du gar nicht besiegen. Du musst erst alle anderen Geister abschlagen und dann ist der irgendwann geknickt und dann kannst du den auch abschlagen. Gibt dir alles aber nur eine Essenz. Hat mich eine halbe Stunde gekostet, habe ich auch aufgenommen, aber ist halt nichts Spannendes passiert. Deswegen sei hier an der Stelle kurz erwähnt. Dann bin ich hier nochmal zurück. Hier, da war ich drin. Und da habe ich den Schattenstoß bekommen. Einer von euch hat es mir auch schon mal geschrieben. Und jetzt habe ich nämlich das hier. Geil, oder? Das ist so cool. Hätten wir schon viel eher haben können. Ich habe nur keine Ahnung, wann ich den eleganten Schlüssel gefunden hatte. Ja, und dann war ich jetzt nochmal beim Pilzbiom. Weil der riesendicke, fette Oberpilz, der Motz, der lebt nämlich hier. Hier an der Stelle. Gibt mir aber auch nichts Neues. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Der Maskentyp hier zum Beispiel, von dem haben wir auch noch nichts bekommen. Vielleicht geht dort noch irgendwas ab. Und hier weiß ich gar nicht, warum ich dort nochmal einen Marker gesetzt habe. Ja, und dann bleibt das Rätsel der schwarzen Säulen. Ich habe noch so viele Gebiete, wo ich hin könnte, wenn ich es irgendwie schaffen würde, diese schwarzen Säulen zu zerschlagen. Ja, jetzt bin ich wieder hier unten, ne? Also ich starte schon wieder die Folge. Vielleicht machen wir ab hier weiter gemeinsam. Denn ich gehe nochmal nach unten. Es kann ja sein, dass ich mit dieser einen Hälfte irgendetwas triggern kann. Ich hoffe es zumindest. Ich meine, das muss mir ja irgendwas bringen. Ich muss es doch irgendwo abgeben können. Wenn ich jetzt da unten auch nichts finde, dann hole ich mir den Rest über die Online-Hilfen. Das kann ich schon mal sagen. Aber dann ist meine Geduld nämlich am Ende. Und ich will ja auch hier progressen. Mal gucken. Ja, Tor ist offen. Da sind wir wieder. Ja, da spielst du schon hier zig Dutzende Stunden den Shovel Knight, wollte ich fast sagen. Und machst trotzdem noch die gleichen blöden Fehler. Hier. Ein tiefblauer Stein auf einem Podest. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Ich muss was reinsockeln, aber was? Vielleicht musste... Ich habe zwei Ideen, was man hier machen könnte. Vielleicht helfen mir diese blauen Larven was. Warte mal, ich habe eine Idee. Es gibt doch hier an diversen Stellen im Spiel, hier zum Beispiel. Das sind doch diese blauen Käfer, wenn wir die abschlagen, kriegen wir blaue Seelenenergie. Vielleicht muss das irgendwie schaffen, dass die blauen Käfer hier nach unten geführt werden, dass die irgendwas triggern? Weil so sieht's ja aus, oder? Diese Schmetterlinge oder Fliegen, das ist doch... Ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir einen Talisman haben. Sowas wie Jolins Segen oder sowas. Da wären wir doch auch mit diesen blauen Dingern ausgerüstet. Leider gibt's hier aber keine Bank. Es wäre eine Idee. Probiere ich mal. Das werde ich auf jeden Fall mal austesten. Ja, und hier unten ist eben alles total düster. Ja, und das hier ist mir auch ein Rätsel. Hier weiß ich genauso wenig, was ich mitmachen kann.
Wirklich keine Ahnung. Absolut keinen Plan, was ich hier machen soll. Weißt du, was das sein könnte? Es kann sein, dass wenn ich hier drauf gehe, also Leben verliere, dass dort mein Geist einfach auf mich wartet. Kann das sein? Ja, und jetzt da drüben, das wird meine letzte Hoffnung, denn wir haben doch im letzten Part in dieser weißen Lichtwelt ganz viele Schalter betätigt. Dass ich auch groß gedacht habe, vielleicht haben wir jetzt hier unten irgendwas ausgelöst damit. Weil da oben ist ein Turm, was mich daran erinnert an eher so eine Art Leuchtturm. Und im Leuchtturm muss eben für Licht gesorgt werden. Also es gibt auch hier immer noch sehr, sehr viele coole Geheimnisse, die man gerne lüften möchte. Aber es würde mir schon ärgern, wenn ich da nicht selber drauf komme. Ich meine, es gibt so Stellen im Spiel, da ärgert mich das überhaupt nicht. Da bin ich froh, Online-Hilfen zu haben. Wie zum Beispiel beim Erz, dass man da einfach weiß, wo die Dinger sind. Hier, das Ding hier. Was hat's damit auf sich? Keine Ahnung, ey. Ich habe echt keine Ahnung. Hier. Was muss man hier machen? Oh. Hier war ein Schalter. Ich hab den, glaube ich, beim ersten Mal einfach nicht gerafft. Ich hab den Schalter nicht entdeckt. Wie hammer ist das? Und vor allem, ich habe noch nicht mal eine Aufnahme gemacht. Ich hab echt hier privat gezockt und hab diesen Schalter nicht gesehen. Okay, das ist krass. Also manchmal staune ich dann doch über meine eigene Dummheit. Habe ich nicht gesehen, krass. Das ist ja wie so eine Art Wimmelspiel. Ein Wimmelbildspiel. Finde den Schalter, den offensichtlichen. Wir kommen doch hier weiter. All die Fragen, die ich hatte, völlig umsonst, habe ich sie mir gestellt. Gehen wir ans Licht? Damals sind die ganzen Monster aber schon mal weg. Hammer. Und jetzt ist auch der Durchgang geöffnet. Leute, ich war hier noch nicht. Es ist geil. Es ist die letzte Möglichkeit gewesen. Bleibt trotzdem noch die Frage, was machen wir da hinten mit dem blauen Podest? Also ich vermute, dass wir hier genau zur zweiten Hälfte der Maske kommen. Ich komme dann nicht durch. Vielleicht kann ich hier an der Wand? Nee, mach das nicht. Vielleicht bekomme ich irgendeinen Lichtskill. Ich würde gerne einfach jetzt ganz schnell hindashen. Klappt nicht. Okay, klappt nicht. Gehen wir erstmal nach oben. Na, das war ja mega auffällig. Das erste, was ich gesehen habe, war Licht. Und wieder, das gibt's doch einfach nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie an jeder Ecke des Spiels blockiert werden mit diesen blöden schwarzen Säulen. Dann kriegen wir hier einfach irgendeinen Skill. Und auch hier ist der Weg verschlossen, krass.
Es ist ein Skill, Leute. Es ist sowas von ein Skill. Das sieht einfach wieder so episch aus. Es gefällt mir. Und wir baden in schwarzer Soße. Schattenumhang. Drücke R2, um in Schatten gehüllt vorwärts zu sprinten. Benutze den Umhang, um durch Feinde und deren Angriffe zu sprinten, ohne Schaden zu nehmen. Alter, richtig genial. Das ist so richtig cool. Und auch das hätte uns in den Arena-Kämpfen geholfen. Ey, hätte ich gewusst, dass wir irgendeinen Dash-Skill bekommen. Ey, dann wären doch die Kämpfe um einiges einfacher. Ich erinnere mich sofort an genau die eine Kackszene mit den Vögeln. Habe ich auch schon tausendmal gesagt, aber es ist einfach so. Du stehst da an der Wand, musst die Gegner hier treffen, kannst sie aber nicht treffen, aber mit diesem Dash kriegst du keinen Schaden mehr. Dann machst du einen Schlag, springst zurück und die Sache ist erledigt. Hammer, einfach Hammer. Und ein arkanes Ei. Das ist das zweite, was wir bekommen haben. Okay, aber was machen wir jetzt damit? Ja, stimmt. Dumme Frage. Wir gehen natürlich genau dort durch. Ah, das ist geil. Das ist einfach geil, weil damit habe ich jetzt richtig viele coole neue Möglichkeiten gefunden. Leute. Jetzt sind wir doch der Platin ein deutliches Schritt näher gekommen. Oh, das feiere ich gerade richtig ab. Das ist hier ein Durchgang. Ein Abdruck des Gestalt gewordenen, des Gestalt gewordenen Abgrund. Ich dachte, das wäre ein Eigenname gewesen. Gestalt, der Retter von Heilandsnest. Ist unser Name, wir heißen Gestalt. Oh, das war ein Eintrag. Das war einfach nur ein Eintrag. Nur ein Wandgemälde. Ich weiß aber auch nicht, was ich mit diesen Gemälden anfangen soll. Aber was cool ist, dann brauche ich doch noch nicht auf die Online-Hilfen zurückgreifen. Das finde ich richtig gut. Bei mir fallen spontan so drei Stellen ein, wo ich zuerst hingehe. Und das werde ich mit euch gemeinsam auch machen. Ja, das ist die Frage. Wo gehen wir zuerst hin? Bleiben wir hier unten? Ich denke schon, denn wir können da hin fahren mit der Bahn nach hier drüben. Ja, hier gibt es einen Break, Leute. Ich mache hier einen Break und wir sehen uns dann gleich wieder an genau der Stelle. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin tatsächlich endlich an der Stelle, wo wir diese ganzen schwarzen blöden Miststrahlen durchbrechen können. Und hier unten fangen wir an. Im Tiefnest. Ja, kriegen wir hin. Easy going. Wir können sogar Schaden nehmen. Okay, das ist auf jeden Fall um ein deutlich einfaches als noch im letzten Part. Sagte er und nahm ganz viel Schaden. So, weil wir... Stimmt! Wir kriegen ja keinen Schaden mehr. Ey, kann das sein? Dass wir mit diesem Skill auch die letzte Folge hätten viel einfacher überstehen können? Weil was bin ich oft gestorben an diesen blöden Speeren, die nach oben und unten gejagt sind. Da hätten wir ja easy peasy einfach dann durchwaschen können. Oder doch nicht. Oder geht das nur bei Gegnern?
Scharfer Schatten. Es ist echt ein Talisman, krass. Ich glaube, wir werden heute in der Folge ganz, ganz viele Talismane bekommen. Da ist er. Schwarzer Schatten. Enthält einen verbotenen Zauber, der Schatten in tödliche Waffen verwandelt. Beim Anwenden von Schattensprint wird der Körper des Trägers geschärft, sodass der Gegner Schaden zufügt. Alter, es wird immer geiler. Das heißt, wenn ich dashe, diesen hier, Sprint, Schattensprint, das ist ja der hier, oder? Oder ist das der hier? Dann machen wir jetzt Schaden. Es ist so cool, die heutige Folge wird einfach eine Folge sein, wo wir ganz, 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 ganz viele Talismane bekommen. Das ist... Das freut mich richtig. Und wir gehen auch sofort wieder zurück. Ich habe ja schlauerweise meinen Warp-Punkt dorthin gesetzt, wo der Hirschkäfer seine Station hat, dass wir immer ganz, ganz schnell von A nach B kommen. Denn mir fällt direkt der nächste Punkt ein, wo wir hingehen. Und zwar ins Pilzbiom. Denn in dem Pilzbiom... Da hatten wir ja anfänglich die Schwierigkeiten, dass wir den Kornefer, den Kartentypen, gehört hatten. Aber links eine schwarze Säule war und rechts eine schwarze Säule. Und dort gehe ich jetzt hin. Das habe ich mir auf der Karte zwar nicht vermerkt, aber ich weiß noch, wo es gewesen ist. Holen wir uns. Das machen wir jetzt hier ratzifatzi, da grasen wir alle schön gemeinsam jetzt ab. Ich hab richtig Bock drauf. Ach ja, ein Tanker hatte reingeschrieben, ich soll mal der Bankdame all meine Kohle geben, bis eben die Bank voll aufgefüllt ist. Dann passiert irgendwas Cooles. Ach. Hat er mich verarscht? Da hat Tanker mich verarscht. Ich habe tatsächlich 4.500 gegeben, kein Witz. Ich hab dir 4.500 gegeben. Ich meine, es bringt mich nicht um, aber hätte die jetzt das Geld tatsächlich auch dann geklaut, wenn es nicht 4.500 wären? Ey, aber was ein Troll vom Spiel. Ist die echt weg? Er gibt's nicht. Die hat uns verarscht. Die hat uns in einer Tour komplett verarscht. Ich stehe jetzt vom nächsten schwarzen Strahl und das ist der dritte. Ich wusste, dass wir vorher, als wir bei der Station der Königin gewesen sind, da war ich ja hier oben auch noch so ein schwarzer Strahl. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht war ja links und rechts das so blockiert, dass in der Mitte nochmal einen Schatz zu holen war. Aber nee, es war wirklich nur einfach eine getrennte Wand, dass man da nicht durchgehen konnte. Ja, und das ist jetzt quasi unser zweites Highlight. Ich bin gespannt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch einen Talisman bekommen. Oder eine weitere Sprungpassage. Da oben ist der Weg, der wieder zurückführt. Das kann man schon mal sagen. Ach, guck mal! Hat er uns geholfen oder kämpft er gegen uns? Alter! Und vor allem, ich hatte meine fragilen Sachen nicht abgerüstet. Das ist natürlich jetzt richtig Käse. Es ist nicht schlimm, weil wir sind ja in der Nähe des Pilzbioms und das kam jetzt aber sehr überraschend, weil
Keine Ahnung, was der für einen Mut drauf hatte. Der hat mich komplett aus der Bahn geworfen, dieser Typ. Oh, und wo sind wir? Wir sind ja richtig weit weg. Das ist ja genauso nervig. Dann machen wir es jetzt nochmal. Problem ist nur, dass wir die fragile Stärke nicht mehr haben. Jetzt habe ich mal Seelenfresser ausgerüstet. Wegeskompass kann weg. Das kann ich eigentlich wegrüsten. Dann bekommen wir Seelen auch durch Schaden wieder zurück und Schnellfokus. Aber Schnellfokus, ich weiß nicht, ob das hier in dem Kampf so viel helfen wird. Weil ich muss den erstmal studieren, was der wirklich drauf hat. Oder wir lassen den einfach hier kämpfen. Ich finde es so krass, dass der einfach zweimal Schaden macht. Hat er uns genau zweimal getroffen? Oh, also diese Diskus-Dinger. Richtig nervig. Weil ich habe damit keine Heilmöglichkeit mehr. Ich kann mir nicht aufhören, das ist so krass. Weil selbst wenn ich die Lücke anvisiere, dann kommt ja der zweite Kreisel. Und ich muss auch sagen, der Weg bis zu dem nach oben ist einfach völlig katastrophal. Nächster Versuch. Ach komm schon! Lebt die immer noch? Ich dachte, ich habe die Schlangen besiegt. Alter, ich habe jetzt. Alter, ich habe 4 Schaden. Ich habe 4 Schaden bekommen. 4 verschissene Punkte Schaden bei einem total normalen Lappi-Gegner. Sehr interessant. Hey!
Ey, aber wie geil war das gerade? Wie geil war denn bitte das gerade? Der ist ja so mega easy. Das war irgendwie gerade ein Zufallsprodukt. Weil ich gerade festgestellt habe, du kannst ja doch zwischen den durchdashen und die Abstände, die passen genauso wie die Faust aufs Auge, dass man immer, wenn der einen Move macht, unsere Energie wieder sich regeneriert hat, dass man wieder keinen Schaden bekommt beim Dashen. Man muss nur aufpassen, wenn er seine Säulen anfängt zu spawnen. Und ich habe hier auch keine Möglichkeit, mich aufzuhalten. Der Kampf ist viel zu schnell, es sei denn, ich weiche irgendwie nach hinten aus. Aber ich denke, wenn wir hier aggressiv spielen, dann werden wir doch viel besser belohnt. Dann kann ich das hier vergessen. Seelenfresser brauche ich nicht. Der kriegt einfach... Der kriegt magischen Schaden. Das kann alles raus. Das kann hier einfach alles raus. Brauchen wir nicht. Stabiler Körper ist... Okay, nehme ich mit rein. Ja. Ich hätte jetzt so gerne fragile Stärke. Aber richtig, richtig gerne. Dann wir könnten... Ja, wir könnten das benutzen, ne? Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir gar keinen Schaden bekommen, dass wir in der Zeit einfach noch ein paar Punkte regeneriert kriegen. Das wäre eine Idee. Ansonsten vielleicht mit magischen Attacken ab und... Nee, das ist zu kurz. Ich habe kaum irgendein Zeitfenster, dass ich Magie wirken kann. Ich denke, ich werde es hier wirklich versuchen, einfach mit purer Kraft. Das macht Sinn, wir dashen ja immer durch den durch. Das ist doch Schattensprint, oder? Das muss Schattensprint sein, das hier. Nee, Schattenseele. Was ist denn dann Schattensprint? Beschwört einen Schatten, der vorwärts fliegt in allen... Ach nee. Jetzt muss doch hier irgendwo der Sprint auch noch stehen. Wo ist der Schattensprint? Sprinthieb, Wirbelhieb, mächtiger Hieb. Heulende Geister. Schattenumhang. Brandzeichen des Königs. Aber ich denke mal, es ist der Schattensprint. Ich finde es nur komisch, dass der hier nicht aufgelistet wird. Oder er wird aufgelistet, aber ich bin einfach zu blöd, um zu checken, wo es steht. Scharfer Schatten. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, es kann auch das der Sprint sein. Da ist aber kein Schatten, also... Ich nimm's mit rein. Ich nimm's einfach mit rein. Ist das ein Zauber? Ist der Schattensprint ein Zauber? Boah, ich weiß es nicht. Na egal, ich werde mich hier ein bisschen ausprobieren und ein bisschen rumtesten. Wir nehmen das mit rein und... Das könnten wir auch mit reinnehmen. Machen wir das mal so. Das sieht irgendwie ziemlich interessant aus. Wir haben jetzt sehr viel Seelenenergie. Okay. Es hat sich gerade deutlich was geändert. Habt ihr mitbekommen? Der Sound schon. Das ist genau das. Alter, geil. Jetzt kann er einpacken. Der Gegner kann einpacken. Ich fühle mich gerade irgendwie so, als wenn ich die ultimative Strategie hier rausbekommen hätte. Kann das sein, dass wir ein bisschen weiter nach vorne dashen? Dass der Weg ein bisschen größer ist, kommt mir so vor. Okay, das ist ein Nachteil. Wir sprinten tatsächlich stärker. Richtig hässlich. Das ist richtig, richtig hässlich. Wie nervig. Da kann ich direkt schon mal aufhören wieder.
So, und jetzt wird es getestet. Wir dürfen nur keinen Schaden nehmen. Also ist ein Risiko. Das ist aber irgendwie geil. Irgendwie ist das echt geil. Eigentlich müssen wir nur dashen. Ich mag das. Ey, wie krass ist bitte der Effekt? Naja, also ich muss sagen, es ist trotzdem eine ganz, ganz gute und effektive Strategie. Ich weiß nicht, ob mir jetzt dieser Teaser-Effekt hier irgendetwas bringt. Ob wir da nicht irgendwas Besseres noch mit reinhauen können? Das hier vielleicht, Dorn der Qual, wäre eine Idee. Ich mach das mal. Langnadel ist ganz gut und Laufmeister. Damit bin ich schneller, da komme ich ganz schnell an den ran. Machen wir es so mal. Dann kann ich mich zur Not ja immer noch aufheilen. Dauert zwar lange, aber es ist der Kampf. Also irgendwie macht der Kampf Laune, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich Strategien einfallen zu lassen. Vielleicht gibt es noch eine viel bessere Variante, den zu plätten. Aber ich finde, dass durch den Durchdashen ist, das macht irgendwie Laune. Also ich finde, das ist auf jeden Fall der ultimative Skill. Damit wird ja jeder Gegner schon fast zu einer Witznummer. Da kannst du ja all die harten Gegner, die wir bisher hatten, die haben doch dagegen keine Chance. Was wollen die machen? Gar nichts. Was nun? Um Schaden genommen. Ja komm, warten wir erstmal. Jetzt haben wir zumindest noch die Möglichkeit, uns aufzuheilen. Na, ich finde, so sieht es schon mal nicht so schlecht aus. Der Test vorhin, der war auch nicht so übel. Hätten wir gar nicht machen müssen. Weil wir hätten ja den Lebenspunkt so oder so regenerieren können.
wieso wirfen jetzt die Dinger andauernd? Richtig nervig. Garten geplättet? Ist aber dabei selber draufgegangen. Hätten wir das verhindern können? Hätten wir den letzten Schlag machen sollen? Aber die Strategie ging voll auf. Das war jetzt, keine Ahnung, der vielleicht 6. Versuch? Aber geil, also diesen Skill... Den werde ich mir sowas von einbringen. Ich werde den immer wieder benutzen. Weil das ist doch das Beste, was du machen kannst. Einfach durch jeden Gegner einfach durchdaschen. Da kriege ich direkt Bock, die Arena nochmal zu machen. Ja, Problem ist, wir haben jetzt blöderweise keinen Kompass mitgenommen. Na, gehen wir erstmal hier durch. Irgendwas Cooles wird schon geben. Und hier liegen sie alle. Ach, hier sind wir. Natürlich. Ist ein Geist? Schützen. Der Gegner, das ist einer, der nur für das Buch interessant ist, für dein Kompendium. Oh, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir reiten uns gerade in die größte Scheiße. Das ist ein Käfer, krass. Ich nehme mal an, das sind Hörner, heilige Hörner. Und die gehen bis raus. Naja, wir kennen ja hier Sprichwörter, dass man so lange nicht sitzen sollte, bis man Wurzeln schlägt. Bei ihr trifft es auf jeden Fall zu. Und sie macht die Augen auf. Weiße Dame. Oh, du bist gekommen. Ein weiter Weg, um mich zu finden. Brauchst du meine Hilfe? Oder hat der Weg dich zufällig hierher verschlagen? Es ist wahr. Wahr, dass du erwartet wurdest. Nein, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Jemand wie du wurde wahrlich erwartet. Was heißt denn jemand wie ich? Ich bin der Auserwählte. Ich habe ein Geschenk für einen wie dich aufbewahrt. Die Hälfte... Wir kriegen einfach so die Hälfte. Wenn vereint, wird große Kraft gewährt. Ernsthaft? Ah, ich hab ein bisschen ganz Haut. Kriegen wir jetzt einfach so die schwarze Hälfte? Nee, es ist eine andere weiße Hälfte. Königsseele. Boah, wie cool ist das? Hätte ich im Leben nicht damit gerechnet. Ich hab gedacht, wir kriegen jetzt eine andere schwarze Seite und müssen da einen dunklen Palast mit genauso vielen Torturen über uns ergehen lassen. Nein, wir kriegen einfach hier die Königsseele. Wir kriegen hier einfach so eine Königsseele. Es zählt aber als ein Talisman, Hammer. Oh, 5. Heiliger Talisman, der eine Verbindung höherer Wesen symbolisiert. Der Träger absorbiert langsam die grenzenlose Menge an Seele im Inneren. Öffnet den Weg zu einem Geburtsort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Es fehlen uns noch ganze 7 Talismane. Und ich denke, wir haben gerade den dicksten gefunden. Oh, ist das cool. Es ist so cool, dass wir hier die Sachen auch alleine finden. Und wenn da steht, öffnet das Tor, dann... Dann muss das wirklich ein Portal sein zu irgendwas, zu irgendjemand. Wollen wir nach da oben gehen? Geht wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Ich lasse die Spielchen. Ich habe keine Ahnung, ob da oben irgendwas gibt. Es ist der Weg hier unten aber auch frei. Der war nämlich vorher verschlossen. Und das ist die Abkürzung. Es ist die Abkürzung. Und was machen wir? Wir teleporten uns. Weil wir rüsten uns sowas von jetzt um. Und ich muss mir auch fragile Stärke nochmal kaufen. Ist zwar blöd, dass ich das verloren habe, aber auch kein Beinbruch. Einmal aufheilen und speichern und sofort ausrüsten. Ich habe auch keine Ahnung, ob mir die Bienenwarm irgendwas gebracht haben. Hat mal jemand aufgepasst? Haben wir dadurch irgendwann mal einen Lebenspunkt gewonnen? Also manchmal denke ich mir, ich brauche den Effekt nicht. Es kann auch sein, dass wir durch Dorn der Qual noch einiges gerissen haben. Und zwar den Körper des Gegners. Den aber gerissen. Mal wieder wegrüsten. Und jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir es ausgerüstet. Königsseele. Ey, es kann sein, dass wir jetzt in der versteckten Station weiterkommen. Vielleicht ist diese Seele, sie sammelt ja irgendwas in der Umgebung. Ich muss sofort zu dem Ort, den ich euch hoffentlich vorhin gezeigt hatte. Weil in meinem Kopf gehen einfach wieder die diversesten Sachen ab. Und wir sind auch immer noch längst nicht am Ende, Leute. Es gibt hier noch einiges zu entdecken. Aber diesen Talisman lasse ich auf jeden Fall drin. Der ist so mega fett. Wir machen einfach Schaden beim Dashen. Das ist so geil einfach. Oi, das ist nicht so geil gewesen. Nee, damit kann ich immer noch nichts anfangen, leider. Als ob! Das ist doch der Raum, wo Seelen gesammelt werden, dachte ich. Nee, anscheinend nicht. Okay. Ja, schade. Ich habe echt gedacht, jetzt habe ich mit diesem Königssymbol die Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Oder ist das... Ach, wir regenerieren einfach so Seele. Wie geil ist das? Damit haben wir einen unendlichen Vorrat an Seele und das ist viel besser als der Nagel, mit dem wir auf den Gegner draufhauen. Ich müsste das... Ausrüsten in Verbindung mit dem hier. Ich denke, das wird meine neue Strategie sein. Schnellfokus, Königsseele und das hier. Scharfer Schatten. Ach nee, dann fehlt mir ja ein Platz für fragile Stärke. Ach Leute, also die heutige Folge war sehr lange, aber du kannst eben auch nicht aufhören, weil jetzt geht die Action ab. Jetzt haben wir ganz, ganz viele coole Punkte, die wir auch erkunden können. Und ich bin kurz vorm Abschluss. Es fehlt nicht mehr viel. Keine Ahnung, wie viele Folgen das noch werden, aber ich bleib am Ball und wir ziehen das Ding hier durch. Das kann ich schon mal sagen. Und damit bedanke ich mich allerherzlichst fürs Zugucken. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Damit ihr hauen und tschüss.